Hallo, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch, ich bin heute euer Gastgeber und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um die finanzielle Bildung in Deutschland und die Frage, warum sie so oft von der Bildungspolitik vernachlässigt wird und was in diesem Bereich getan werden kann. Finanzielle Bildung führt ein ziemliches Schattendasein in der Bildungsdiskussion und im generellen Bildungskanon in Deutschland. Das ist eigentlich erstaunlich angesichts der enormen Auswirkungen, die Finanzentscheidungen für den Einzelnen haben können. Wir besprechen heute im Podcast, warum das so ist und was finanzielle Bildung mit Mündigkeit und Teilhabe zu tun hat. Ebenso geht es um die Frage, wie finanzielle Bildung gefördert werden kann, welche Rolle Unternehmen dabei spielen und wie man Finanzwissen zeitgemäß vermitteln kann. Ich bespreche diese Themen mit Professor Dirk Lörwald. Dirk Lörwald ist Professor für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg sowie Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des dortigen Instituts für ökonomische Bildung. Gleichzeitig ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich begrüße euch heute wieder aus München und am anderen Ende der Leitung aus Oldenburg ist mir Dirk Lörwald zugeschaltet. Herr Lörwald, herzlich willkommen beim Future Talk. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wir wollen uns ja heute über finanzielle und ökonomische Bildung unterhalten. Und man hat ja so einen Eindruck, wenn es um Bildung geht, geht es oft um die traditionellen Fächer. Es geht um Fragen wie, sind die deutschen Schüler gut genug in Mathematik? In letzter Zeit zunehmend auch um die Frage, sollten wir mehr iPads im Unterricht haben? Wie steht es um die digitalen Fähigkeiten der Schüler? Es geht aber relativ selten um die ökonomischen und finanziellen Aspekte von Bildung. Warum ist das so und warum könnte das ein Problem sein? Also zum einen muss man sagen, Bildungssysteme sind relativ träge. Und das ist ja vielleicht auch gut so, dass man nicht jedes Halbjahr eine neue Reform hat mit komplett neuen Fächern. Aber sie sind schon erstaunlich träge, wenn man sich das anguckt. Also seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eigentlich drei Bildungsanliegen in Deutschland, die Stück für Stück ins Schulsystem etabliert wurden. Das erste war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die politische Bildung. Auch da war immer die Frage, soll Politik ein eigenes Schulfach werden oder macht man politische Bildung als Demokratieerziehung quer zu den Fächern? Wir haben heute sehr stark die Frage von digitaler Bildung und informatorischer Bildung und der Frage nach einem Schulfach Informatik oder Digitalisierung. Und so irgendwo in der Mitte, in den 60er, 70er Jahren, da lag so die Geburtsstunde der ersten Ideen, ob man nicht auch Ökonomie in der allgemeinen Bildung braucht. Das hat man lange nicht gehabt, weil es irgendwie vom, ich sag mal, neuhumanistischen Bildungsideal in den deutschen Schulen, da spielte die Ökonomie keine Rolle. Also Humboldt hat auch mal gesagt, das Nützliche soll nicht in die Schule. Es ging eher um das Schöne, um das Ästhetische, um die Künste, um das, was man so Bildungskanon nennt. Es gibt ja auch ein Buch von Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. Da findet man auch nichts über Ökonomie, übrigens aber auch nichts über Naturwissenschaften. Also es gibt so einen tradierten Bildungskanon. Und da kam dann in den 60er, 70er Jahren die Frage rein, ob man nicht auch Ökonomie irgendwie in diese Allgemeinbildung einbetten will. Und das hat man vor allem dann an den Hauptschulen, an den Realschulen gemacht. Da hat ökonomische Bildung, man sagt im Nachhinein, noch so ein bisschen so ein Blaujackenprofil gehabt. Es war vor allem, um die Jugendlichen für so eine Ausbildung zu qualifizieren. Und es war sehr, sehr mühsam über die Jahrzehnte, Stück für Stück die ökonomische Bildung auch am Gymnasium zu verankern. Und dies ist auch in Deutschland bisher nur zum Teil und nur in manchen Bundesländern gelungen. Also Sie würden sagen, es kommt sehr selten in den Schulen vor, weil einfach unser Bildungskanon neuhumanistisch ist und der einfach Ökonomie und Finanzen als für nicht so wichtig sieht. Ja, ich denke, dass das einer der wichtigen Gründe ist. Man kann vielleicht noch einen zweiten Grund sagen. Also das Wirtschaftssystem hat sich ja auch verändert. Wenn man guckt, so in den Phasen, in den Hochzeiten der Industrialisierung, was brauchte die Wirtschaft da für einen Menschen? Sie brauchte den Angepassten, der sich in Hierarchien einordnet, in große Unternehmen, der sich mit seinem Schlafrhythmus nicht mehr der Natur anpasst, sondern vielleicht den Hochöfen, wie auch immer, und in Schichten arbeitet. Man brauchte also gar nicht den allgemein gebildeten, mündigen, kreativen. Und wenn man sich anguckt, was wir vielleicht gerade insbesondere in Deutschland heute für Unternehmen haben, die doch sehr in hohem Maße auf
flexible Mitarbeiter setzen, die eigenständig denken können, eigene Ideen entwickeln, dann merkt man, da hat sich auch in der Wirtschaft was verändert. Und das hat aus meiner Sicht auch ein bisschen zur Versöhnung zwischen ökonomischer Bildung und Allgemeinbildung geführt. Also in Phasen der Industrialisierung hat man eher gesagt, die Allgemeinbildung ist eher in einem Gegensatz zu dem, was eigentlich die Wirtschaft benötigt. Deswegen hat man die ökonomische Bildung auf die berufliche Bildung verwiesen. Heute ist es ein bisschen anders, weil sich einfach auch das Wirtschaftssystem verändert hat. Sie haben kürzlich in einem Beitrag in einem Sammelband zur Vermögensbildungspolitik, und so sind wir ja auch tatsächlich zusammengekommen zu diesem Podcast, haben Sie, und es ist auch für den interessierten Zuhörer, ist in den Shownotes auch verlinkt, der Link zum Buch. Da haben Sie argumentiert, dass finanzielle Bildung aber auch darüber hinausgeht. Also Sie haben gesagt, finanzielle Bildung hat viel mit Mündigkeit zu tun, hat mit Teilhabe zu tun, hat mit sozialer Verantwortung sogar zu tun. Wo sehen Sie da die Zusammenhänge? Ja, also ich glaube, das ist ganz grundlegend. Das allgemeinbildende Schulsystem hat als oberstes Ziel die Mündigkeit. Und Mündigkeit hat immer zwei Dimensionen. Eine eher eine individuelle Dimension, also man soll in der Lage sein, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Ist ja so, wenn jemand für unmündig erklärt wird, dann wird ihm diese Selbstbestimmung abgenommen und dann entscheiden andere für einen. Aber Mündigkeit ist eben immer, heißt immer auch, selbstbestimmt handeln zu können. Und das Zweite aber, nicht ohne andere, sondern in einer Umwelt mit anderen, das heißt also auch soziale Verantwortung üben zu können. Und wenn ich diese beiden Dimensionen von Mündigkeit sehe, also selbstbestimmt handeln können in sozialer Verantwortung, dann muss ich die Welt als Ganzes mit einbeziehen. Und dazu gehört auch die Ökonomie und das Finanzielle, was ja nun ein wichtiger Bestandteil letztlich ist. Also ich muss die Schülerinnen und Schüler befähigen, eigenständige, selbstständige und sozial verantwortbare Entscheidungen in Finanzsituationen, in ökonomischen Situationen zu treffen. Denn diese werden relevanter Teil ihres Lebens werden, und zwar durchgehend. Und dafür soll Schule ja qualifizieren. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, was man eigentlich mitbringen muss, wenn man als finanziell gebildet durchgehen möchte. Also ich meine, im politischen Bereich kann man sagen, man muss das Grundgesetz kennen, politisches System. Da gibt es so ein paar Grundpfeiler, kann man wahrscheinlich sagen. Wie können sich denn jetzt unsere Zuhörer einen finanziell gebildeten Menschen vorstellen? Ja, nun unterscheiden wir ja zwischen Wissen und zwischen Wissen und Bildung. Also wenn wir von gebildet sprechen, dann kommt man mit so Wissensbegriffen nicht weiter, auch übrigens in der politischen Bildung nicht, weil dann wäre das Wissen um das Grundgesetz und um die Parteien oder sowas wäre eher eine Institutionenkunde. Bildung würde dann eher mehr auf vielleicht sowas wie Kompetenzen abzielen und Fähigkeiten. Und da kann man vielleicht sagen, also auf individueller Ebene ist es so, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene sollten in der Lage sein, in finanziellen Situationen rationale Entscheidungen zu treffen erstmal, weil jede Entscheidung in einem ökonomischen Kontext hat Opportunitätskosten. Ich verzichte also auf was und ich sollte mir dieser Opportunitätskosten bewusst sein. Und Fehlentscheidungen haben gravierende Konsequenzen zum Teil. Also bei einer falschen Geldanlage, wenn man nur wenig Geld hat und legt dieses Geld falsch an und es ist weg, dann ist das natürlich mit spürbaren Konsequenzen verbunden. Also das heißt, das Erste wäre, rationale Entscheidungen treffen zu können. Und das Zweite ist, reflektierte Entscheidungen treffen zu können vor dem Hintergrund der jeweiligen individuellen Wertvorstellung. Das ist so auf der individuellen Ebene. Und auf der gesellschaftlichen Ebene sollte man in der Lage sein, ja, das Finanzmarktgeschehen in seinen Grundzügen zu verstehen, verfolgen und beurteilen zu können und bei den Nachrichten vielleicht nicht sofort abschalten, wenn mal die Börse gezeigt wird oder sonstiges, sondern da auch ein gewisses Grundverständnis haben, weil man sonst von diesem Bereich ja total abgecancelt wird. Das heißt, Sie haben gesagt, man muss reflektieren können über Finanzentscheidungen. Das würde konkret wahrscheinlich heißen, man muss verstehen, was eine Lebensversicherung ist, man muss verstehen, was ein Investmentfonds ist, wie sich der DAX zusammensetzt und wie ein Aktienmarkt funktioniert. Wären das so ein paar Grundpfeiler, würden Sie sagen, auf individueller Ebene? Das würde ich schon, was Sie aufgezählt haben, würde ich schon mit dazu zählen. Da kann man natürlich immer eine Liste machen. Über solche Listen wird dann gestritten, was kommt in Lehrpläne, was nicht. Aber das, was Sie genannt haben, finde ich schon sehr grundlegend. Also, dass man über bestimmte Eckpfeiler des Finanzsystems, gerade dass man versteht, wie Finanzmärkte funktionieren, wie die Börse grundsätzlich funktioniert, wie das Bankensystem funktioniert, dass man den Unterschied zwischen der Geschäftsbank und der Deutschen Bundesbank kennt, das kennen auch viele nicht, dass man ungefähr weiß, was ist eigentlich Inflation und wann wird sie zu einem Problem,
und was auch all diese Dinge, ja. Ja, vor allem Letzteres im Moment sehr, sehr relevant. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, wenn das jetzt so, das sagen wir mal, so eine Art Mindestanforderung an finanzielle Bildung wäre, ist natürlich die Frage, wie ist denn so der Status quo jetzt vor allem in Deutschland und wie schaut es in Deutschland im internationalen Vergleich aus? Gibt es da empirische Erkenntnisse, mit denen man sagen kann, wie finanziell gebildet die Deutschen tatsächlich sind? Ja, wir haben das gewisse Problem, dass Deutschland an bestimmten internationalen Studien nicht teilnimmt. Also beispielsweise gibt es im Rahmen der PISA-Studie mittlerweile einen Financial Literacy Assessment. Da machen auch immer so um die 20 Länder mit, auch die USA, auch südeuropäische Länder, auch Frankreich, andere Länder. Deutschland hat bis jetzt noch nicht mitgemacht, mit dem Hinweis darauf, dass man die Untersuchungs-Items noch nicht so für richtig befindet, ob das nun tatsächlich der letzte Grund ist. Also es fehlen internationale Vergleichsstudien. Das schon. Wir sehen aber, dass viele andere Länder mittlerweile nationale Strategien zur Finanzbildung haben. Zuletzt Österreich, letztes Jahr 2021, hat eine nationale Strategie zur Finanzbildung beschlossen. Die hat Deutschland auch noch nicht. Also wir hinken da, glaube ich, schon ziemlich hinterher. Und wenn wir uns in Deutschland die Situation angucken, wir haben ja eigentlich 16 Bildungssysteme in Deutschland, weil wir einen Föderalismus haben. Und in diesen 16 Bildungssystemen gibt es nochmal mindestens 4 weiterführende Schulformen, sodass man ein sehr, sehr breites Feld hat. Und wir haben das in einer Studie mal erhoben. Die Ergebnisse sind unter www.öbix.de nachlesbar. Für die ökonomische Bildung insgesamt in Deutschland ist, muss man sagen, Wirtschaft ist das Nebenfach unter den Nebenfächern. Also lange nicht so gut ausgestattet wie Erdkunde, wie Politik, wie Geschichte oder andere Fächer. Und dann muss man ja sehen, innerhalb des Faches Wirtschaft ist die Finanzbildung ja auch nur ein Teil. Und gerade an den Gymnasien findet man in den Lehrplänen so gut wie gar keine typischen Inhaltsbereiche der Finanzbildung. Da schließt sich dann natürlich die Frage an, was befördert finanzielle Bildung im internationalen Vergleich? Da kann man sich ja viele Hypothesen vorstellen. Man kann sich vorstellen, wenn man eine große Zahl an Aktionären hat, dann steigt die Finanzbildung. Oder wenn man eine kapitalgedeckte Altersvorsorge hat, steigt vielleicht die Finanzbildung. Gibt es da irgendwelche gesicherten Erkenntnisse darüber? Also zunächst mal, wenn man so eine Situation hat, dass man feststellt, die Menschen sind unsicher in Finanzsituationen und sie treffen finanziell zum Teil vielleicht falsche Entscheidungen. Und das kann auch in Studien belegt werden. Also alle Studien zum Finanzwissen, die wir haben, zeigen, dass man schon sowas wie einen finanziellen Analphabetismus feststellen kann. Auch wenn diese Studien unterschiedlicher Qualität sind, kommen sie doch im Endeffekt alle zu dem gleichen Ergebnis. Wenn das ist, dann hat man ja 2 Ansatzpunkte. Das eine ist, modify the environment, also die Umwelt verändern. Das wäre dann Verbraucherpolitik, die sozusagen den Verbraucher schützen soll. Aber das hat ja nichts mit Mündigkeit zu tun. Das ist ja man unterstellt ja eine gewisse Unmündigkeit und der Staat muss die Rahmenbedingungen dafür gestalten. Darauf setzt man beispielsweise ziemlich stark in Kanada, weil es da ein paar Studien gab, die vermeintlich, muss man sagen, gezeigt haben, dass Finanzbildungsmaßnahmen nicht wirken. Also haben sie gesagt, stecken wir unser Geld lieber in Verbraucherschutz. Das wäre also modify the environment. Und der andere Ansatzpunkt ist eben modify the decision maker. Das wäre der Bildungsansatzpunkt, die entscheidende Person in die Lage zu versetzen, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es 2021 eine sehr aktuelle Meta-Analyse von Tim Kaiser und Lukas Menkov, die haben 76 randomisierte experimentelle Studien weltweit zusammengepackt und mit dem Verfahren einer quantitativen Meta-Analyse untersucht und zeigen sehr deutlich, dass Finanzbildung einen signifikant positiven Effekt hat. Sie unterscheiden jetzt nicht, und das war ja so ein bisschen Ihre Frage, welche Art von Finanzbildung hat einen positiveren Effekt, sondern sie zeigen zunächst einmal, dass es im Durchschnitt einen sehr signifikant positiven Effekt auf Finanzwissen und auf Finanzverhalten hat. Also können wir sagen, Finanzbildung wirkt, das zeigt diese Studie sehr deutlich mit harten Daten. Wenn man dann gucken will, was wirkt, dann kann man natürlich in die üblichen lerntheoretischen Überlegungen einsteigen und würde dann wahrscheinlich sagen, besonders problemorientierte, handlungsorientierte, authentische Lernformate funktionieren sicherlich besser als ein reiner Frontalunterricht. Dann lassen Sie uns vielleicht auch mal ganz konkret drüber reden, was man denn tun kann, um die finanzielle Bildung zu steigern. Und ein, sagen wir mal,
prominenter Ansatz ist zu sagen, wir brauchen Wirtschaft und Finanzen als verpflichtendes Unterrichtsfach überall oder wir müssten dieses Fach noch mal ausbauen. Würden Sie das als Hebel sehen, um die Finanzbildung zu steigern? Na, ich glaube, dass das die tatsächlich erforderliche Grundlage ist für alles Weitere. Denn alles andere hängt eher vom Zufall ab oder von der Gelegenheit, die man hat, an beispielsweise einem Börsenplanspiel teilzunehmen oder vielleicht von den Eltern, die dann selbst ein Unternehmen haben, in ein Summercamp geschickt zu werden, wo es um Finanzen geht. Also wir wissen aus verschiedensten Studien, dass die Kinder, die aus Unternehmer- und Unternehmerinnenhaushalten kommen, sehr gut abschneiden in den ganzen Finanz- und Wirtschaftstests. Und das kann ja eigentlich mit einem Schulsystem, wie wir es in Deutschland haben, nicht einhergehen. Also wir wollen ja eine gleiche Allgemeinbildung für alle und gleiche Chancen für alle. Und das erreicht man nur, indem man dann auch irgendwo in der Schule einen kleinen Pflichtanteil für diese Dinge hat, damit auch Schülerinnen und Schüler möglicherweise aus anderen sozialen Milieus die Gelegenheit haben, über gestärktes Finanzwissen auch ihre eigene Zukunft letztlich zu beeinflussen und positiv zu beeinflussen. Weil genau da dürfen ja keine Fehlentscheidungen getroffen werden hinsichtlich der eigenen Berufswahl, hinsichtlich der Geldanlage, hinsichtlich der Finanzplanung, der Verschuldungssituation oder was auch immer. Okay, das heißt, Schulunterricht ist die Grundlage von allem in dem Bereich. Was gibt es sonst noch für Wege, die Sie sehen, um Finanzbildung zu erhöhen? Also gerade weil es in der Schule so wenig stattfindet, haben wir in Deutschland vergleichsweise viele Initiativen, die sich mit ganz verschiedenen Dingen darum kümmern. Also beispielsweise, habe ich es genannt, gerade so ein Börsenplanspiel wird von verschiedenen Akteuren angeboten. Es gibt verschiedene andere Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann, wo man über kreative Fragen, beispielsweise gab es einen Wettbewerb, da mussten die Schüler kreativ sagen, wie sieht eine Welt ohne Geld aus und was heißt das eigentlich oder so. Also wir haben eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten, die sich um ökonomische Bildung oder speziell um finanzielle Bildung von Schülerinnen und Schülern auch kümmern. Aber hier haben wir wieder das Problem, man erreicht die Schüler, die sich dann bei diesen Aktivitäten engagieren, die sich anmelden, die an den Wettbewerben teilnehmen. Da hat man immer eine gewisse Auslesefunktion. Aber das ergänzt sich gut, wenn man dann das Ganze mit einem Schulfach Wirtschaft in Verbindung bringt. Dann hat man sozusagen auf der einen Seite die Theorie in der Schule und auf der anderen Seite ein paar Praxiserfahrungen oder simulierte Praxiserfahrungen in solchen handlungsorientierten Aktivitäten. Wichtig ist in dem Zusammenhang ja auch, wie man dieses Wissen tatsächlich dann an die Schüler, Studenten, Auszubildenden heranträgt. Und Wirtschaft und Finanzen haben ja zumindest das Image, ein wenig trocken zu sein. Gibt es hier irgendwelche neuen Wege, wie man das auch für die Schüler, Studenten, Auszubildenden interessanter macht und die da vielleicht auch stärker mitnimmt? Ja, da fallen mir spontan zwei ein. Das eine ist sicherlich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Also es gibt mittlerweile eine Reihe von Finanz-Apps, die zum Teil so sind, dass es nur ein Wissensquiz ist. Andere sind eher als, ich sag mal so, wie eine Art Lebenshilfe oder Lebensplaner gedacht, wo die Schüler vielleicht über diese Apps zum Teil auch in gewissem Maße spielerisch an die Sache rangehen und wo sie vielleicht etwas mehr Interesse von Anfang an aufwenden, als wenn sie einfach einen Text lesen müssen. Und das Zweite ist das, was wir bei uns in Oldenburg auch machen. Wir haben ein ökonomisches Experimentallabor. Also Experimente sind ja nicht mehr was, was man nur noch in den Naturwissenschaften hat, sondern auch in den Wirtschaftswissenschaften. Ausgehend von spieltheoretischen, verhaltensökonomischen Überlegungen gibt es ja mittlerweile eine Reihe von Wirtschaftsforschungslaboren auch in Deutschland. Was uns in Oldenburg interessiert, ist aber nicht das, was den Experimentalforscher in den Wirtschaftswissenschaften interessiert, also wie die Ergebnisse eines solchen Experiments aussehen, sondern was man in dem Experiment lernt. Und da haben wir zum Beispiel mal vier Experimente gefördert durch die Deutsche Bundesbank entwickelt und haben diese Experimente mit Schülerinnen und Schülern erprobt und geguckt, ob sie die Lernziele, die wir damit verbinden, ob die erreicht werden. Also ich mache mal ein Beispiel, ganz grob ein Lernziel, ein Experiment ging zur Geldanlage und die Schülerinnen und Schüler haben, die Hälfte der Klasse hat drei verschiedene Geldanlagen, also fiktive Geldanlagemöglichkeiten genannt bekommen, die ein unterschiedliches Risiko haben, also A, B, C und das Risiko war zu C hin aufsteigend und sie sollten eine Entscheidung treffen, sie haben noch eine Reihe anderer Daten dazu bekommen und
Der Clou war aber, dass die zweite Gruppe eine weitere vierte Empfehlung bekommen hat, nämlich D. Und es hat sich, es zeigt sich in diesen Experimenten, dass je mehr Alternativen man hat, umso mehr tendiert man auch zu einer risikoreicheren Variante, weil einfach die Auswahl, die Auswahl eine Rolle auf die Entscheidung spielt. Also man hat das auch im Restaurant bei Weinkarten, da stehen manchmal teure Flaschen drin, die niemand kauft, die sollen nur von der günstigen Flasche ablenken. Und für die Schüler ist es eben so, dass sie bewerten können, wenn ich in so einer Geldanlagesituation bin, wenn mir jemand nur zwei Anlagen oder dann sechs Anlagen vorstellt als Alternativen, dann muss ich ungefähr für mich wissen, was heißt das für meine Entscheidung, mir darüber im Klaren sein, ob das beeinflusst beispielsweise. Das heißt, das wäre ja fast sowas wie so ein Gamification-Ansatz zur Finanzbildung, oder? Dass man es sehr direkt vor Augen führt. Sehr spielerisch, ja. Gut, jetzt haben wir über Schulen geredet, was da getan werden kann, was vielleicht auch die Schüler, Studenten selber machen können. Frage natürlich jetzt vielleicht auch noch, sehen Sie irgendeine Rolle für Unternehmen, die das Unternehmen auch in diesem Bereich eine Rolle spielen können? Ja, also ich bin der festen Überzeugung beziehungsweise Anhänger eines Bildungsverständnisses, was Bildung als komplementäres Produkt als aus Erfahrung und Erkenntnis versteht. Das heißt, Bildung ist eben nicht nur reine Theorie, reiner Erkenntnisprozess, sondern es kommt immer auch darauf an, dass man Erfahrung sammelt. Und komplementär heißt, dass beides aber was Unterschiedliches ist. Also diese Erfahrung kann ich eben in Schule nicht liefern. Ich kann keine, wie auch immer, Primär- oder Sekundärerfahrung als Lehrkraft im Wirtschaftsunterricht vermitteln. Dafür brauche ich irgendeine authentische Umwelt. Und die muss aus meiner Sicht aus den Unternehmen kommen und anderen Finanzmarktakteuren, sodass die Schüler damit in Kontakt kommen über Expertengespräche, über vielleicht Besichtigungen, über Praktika. Und also gepaart mit den Erkenntnissen aus dem Unterricht können diese Erfahrungen dann zusammen bildungswirksam werden. Erst dann wird letztlich ein Schuh draus aus meiner Sicht. Aber das ist keine neue Weisheit, das wusste Faust schon, Goethes Faust, wenn er gesagt hat, ach, wie grau ist alle Theorie und wie grün des Lebens goldener Baum. Da wurde allerdings der Eindruck erweckt, man geht von der grauen Theorie hin zum goldenen Baum. Ich glaube, man braucht beides und muss es zusammenbringen und dann nennt man das im Endeffekt Bildung. Nach Goethe und Faust kann tatsächlich nicht mehr viel kommen. Vielleicht nur noch eine Frage deshalb. Was bringt uns ein bisschen auch wieder zum Anfang des Gesprächs zurück? Was wären denn für Sie persönlich die drei Dinge, die tatsächlich jeder über Finanzen wissen muss? Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil das wären ja sehr ausgewählte Aspekte von Finanzwissen. Das wäre ungefähr so wie eine Frage, was sind die 10 Vokabeln, die man im Englischen unbedingt kennen muss? Das hilft vielleicht bei der nächsten Bestellung im Restaurant, aber viel weiter auch nicht. Immerhin, ja, ich würde vielleicht sagen, vielleicht kann man sagen, was sind die drei Kompetenzen oder Kompetenzbereiche? Und da würde ich sagen, einmal auf der Ebene des Individuums sollte das Individuum in der Lage sein, rationale, reflektierte Entscheidungen zu treffen. Und zwar zum eigenen Wohle, wie auch zum Wohle anderer. Dann auf der Ebene Interaktion mit anderen sollten Kinder und Jugendliche in der Lage sein, in Finanzmarktsituationen solche Interaktionssituationen zu verstehen. Beispielsweise ein Gespräch bei einer Geldanlageberatung. Dann sollte man schon verstehen, ist dieser Berater oder diese Beraterin bei einer Bank angestellt, dann wird sie wahrscheinlich die Produkte natürlich der Bank anbieten, ist sie unabhängige Beraterin. Das hat ja natürlich das wird wahrscheinlich einen Einfluss haben auf das Gespräch letztlich. Also solche Interaktionssituationen lesen zu können. Und die dritte wäre dann eher auf der Systemebene. Sie sollten das System in Grundzügen verstehen. Wie funktioniert das Finanzsystem, damit sie das gesamte Finanzmarktgeschehen auch irgendwo einordnen können und dann auch wirtschaftspolitisch teilhaben können? Prima, dann bedanke ich mich sehr für Ihre Zeit und das spannende Gespräch und ja, alles Gute Ihnen. Danke, Ihnen auch. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.